Ich habe ja auf ihn gewartet. Vor dem Kongo. Er ist rein und er kam mit dem Angeklagten wieder heraus. 10 Minuten vielleicht. Ich war am Überlegen, ich dachte, vielleicht will er nicht mehr oder so. Ein 50-Mark-Kunden laufe ich nicht hinterher. Auch nicht nachts um 2. Zwei Flaschen Sekt. Die hätte ich sowieso beschlagnahmt. Ich bin nicht scharf, dass sie besoffen sind. Dann werden sie bloß pampig. Oder so privat. Nein, nein, der Angeklagte ging auf meinen Freier los und schlug ihn ins Gesicht. Mein Freier war überrascht. Er sagte, was ist denn jetzt los? Dann schlug der schon wieder. Und mein Freier, der sackte zu Boden. Gerade senkrecht so in die Knie. Wie ein Sack, der einfach so daherfällt. Wie oft? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Bei sowas zähle ich nicht mit. Man zuckt ja bei jedem Schlag zusammen, als wenn es der eigene wäre. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich kannte den erst seit ein paar Minuten. Das konnte eine alte Rechnung sein, die beiden da am Abmachen waren. Und dann kam ja zum Glück auch die Polizei. Yeah.